Als wir angefangen haben, uns mit Füssli als Thema zu beschäftigen, ist uns aufgefallen, dass er sich immer auf Literatur bezieht. Und das wollten wir zum Thema machen. Das hat uns wirklich interessiert. Seine Lust an großen Geschichten. Und wie er die im Bild erzählt, mit was für theatralischen und dramatischen Effekten. Deswegen haben wir dann die Ausstellung auch Füssli Drama und Theater genannt. Füssli nutzt diese Effekte des starken Lichteinfalls, um seine Figuren zu erleuchten. Der Hintergrund bleibt meistens völlig im Dunkeln. Dann gibt es diese dramatischen Gesten, die er im zeitgenössischen Theater, wahrscheinlich auf der Bühne auch gesehen hat und die er für seine Malerei verwendet. Und das naturalistische Spiel und die Intensität des Theaters, die spürt man in seinen Bildern. In London lässt er sich nieder, das wird seine Wahlheimat. Und diese alte Liebe für Shakespeare, die er seit seinen Studienjahren in Zürich hat, die flammt da auf und ist plötzlich ein Pfund, mit dem er wuchern kann. Das heißt, Füssli, der Shakespeare auf Zuruf schon rezitieren kann und der so eine intime Kenntnis von Shakespeares Oeuvre hat, der wird plötzlich gefragt und wird zum Shakespeare der Leinwand erklärt. Füssli versucht ja im Gemälde einen signifikanten Moment in einer Handlung zu verdichten und dabei gleichzeitig zu zeigen, was vorher war und was kommen wird. In diesem Moment der Krise das festzuhalten. Bei Lady Macbeth tut er genau das. Er zeigt Lady Macbeth, wie sie im Schlaf durch die dunklen Gänge des Schlosses wandelt, getrieben von den Gewissensbissen, weil sie mit ihrem Mann einen Königsmord begangen hat und daraufhin immer weitere Bluttaten, die der Machtgier geschuldet sind. Dido und Aeneas ist eine große Geschichte aus Vergils Aeneas, also ein antiker Autor. Und es wird die Geschichte erzählt, wie eines Tages Aeneas, der dem Trojanischen Krieg entronnen ist, in Karthago anlandet. Und Dido ist die Königin von Karthago und sie nimmt ihn gastlich auf. Es kommt, wie es kommen muss, die beiden verlieben sich ineinander. Und daraufhin verlässt Aeneas Dido und Karthago, weil er nämlich dafür bestimmt ist, Rom zu gründen. Und Dido in ihrer Trauer nimmt sich das Leben mit dem Schwert des Helden. Und diese Szene malt Füssli und er verdichtet sie so, dass Dido noch nicht tot ist, sondern im Todeskampf. Man sieht noch das Weiße in ihren Augen. In London hat Füssli den wichtigsten Künstler, den wichtigsten Autor der damaligen Zeit kennengelernt, nämlich William Cowper. Die Gedichte von William Cowper, zum Beispiel The Task, handeln von Alltagsszenen und von dem ländlichen Leben. Und das Bild ist Mad Kate, das stammt aus diesem Gedicht von William Cowper und es gehört zu einer Gesamtausgabe, die Füssli zu dem Autor illustriert hat. Also eigentlich sind danach Stiche entstanden als Buchillustrationen. Füssli hat immer gesagt, es gäbe nichts Unheimlicheres als der Moment, wenn man heimkommt und feststellen muss, dass zu Hause schon jemand wohnt, der gleich aussieht wie man selber. So hat er mal versucht, das Gefühl vom Unheimlichen quasi zu beschreiben. Und das haben wir dann auch versucht. Der Museumsbesucher betrachtet die Fotos von diesen Räumen, wo er sich selber gerade drin befindet. Und er sieht Figuren, die aussehen wie Museumsbesucher, wie er selber eigentlich. Und sie sind aber verwandelt und verwandelt sich und man kann Tableaus entdecken, die man schon von den Bildern kennt. Und so ist es auch eine Meditation über das Gefühl vom Unheimlichen an sich. Wir haben 30 verschiedene Gesten genommen von den Bildern. Also vielleicht dort hinten sieht man gerade Lady Macbeth mit ihrer berühmten Handgesten, die man auch auf dem Plakat sieht. Und wir haben die Gesten und die Personenkonstellationen genommen und wir haben sie neu arrangiert in diesen vier Videofenstern, die man hier sieht. Es ist quasi eine Einladung zum Perspektivenwechsel, wo man quasi einem Museumsbesucher anbietet, das Bildmaterial mal unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten und so vielleicht etwas zu entdecken, was er vorher noch nicht gesehen hat in dieser Form.